Hi, Flo hier aus dem Off, der das EMS-Training, also das Training mit den Elektroimpulsen, schon überstanden hat. Und ich muss euch sagen, das war eine abenteuerliche Geschichte und die ging schon mit dem Outfit los. Statt wie bisher in meine eigene Trainingskleidung zu schlüpfen, gab es nämlich einen Baumwollbody. Und damit der Strom auch extra gut durch meinen Körper fließen kann, wurde das gesamte Outfit auch nochmal klatschnass gemacht. Aber keine Sorge, das ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wie es klingt. Und beim Anschnallen der EMS-Gurte habe ich dann auch spätestens bemerkt, das ist jetzt kein Trainingstag wie jeder andere. Finde ich krass. Guck mal, du hast noch ganz viel Luft. Also ist alles noch, alles noch. Ach ja. Das ist, wenn das braun tragt, Respekt. Mhm. Du kannst dann gleich mal im Spiegel angucken. Das macht nämlich einen schmalen Fuß. Oh. Für mich auch so ein bisschen wie bei der Bundeswehr gerade. Durch die Impulse, die tiefen Muskeln stimuliert werden, soll das Training dann super effektiv werden und auch super anstrengend sein. Durchatmen. Chaka. Jetzt, pass auf, der Klick. Jetzt bist du verwandelt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Zuerst werden die Elektroimpulse für alle Muskelgruppen einzeln angepasst. Und ich muss sagen, das fühlt sich tatsächlich ein bisschen merkwürdig an, soll aber zu keinem Zeitpunkt unangenehm oder schmerzhaft sein. Ja? Oh Gott. Soll ich ein Stück zurück, Flo? Du musst dir gleich sagen, wann du das merkst. Bist du jetzt safe oder soll ich noch? Jetzt ist safe. Das nächste Training werden dann praktischerweise auch alle Einstellungen auf einer Chipkarte gespeichert, so dass, wenn ich wiederkomme, die Karte nur eingelesen werden muss. Und ja, tatsächlich, EMS-Training kann einiges. In weniger Zeit kommt man viel schneller an die Trainingsgrenze und spürt definitiv die Muskeln nochmal ganz anders als vorher. Ich weiß jetzt, wovon ich rede. Ich empfehle es jedem, macht es mal, es macht Spaß. Auch wenn es anstrengend ist. Spaß ist gerade. Du hast den Anstieg geschafft. Wie fühlt es sich an? Jetzt bin ich gespannt, ob der Muskelkater danach auch noch elektrisierend ist. Oh Scheiße, das ist anstrengend. Das ist wahnsinnig anstrengend.